herzlich willkommen bei Rotopia. Heute bei mir zu Gast ist jemand, der euch wahrscheinlich schon von YouTube ein Begriff ist. Sie hat da nämlich seit über 2 Jahren einen Kanal und stellt dort Videos online zum Thema Rohkost und Wasser. Zu Rohkost, sie ist seit 2007, seit sie mit Zwillingen schwanger war, rohköstlich und wird uns da heute ein paar Geschichten erzählen, wie das so ist in einer Rohkostfamilie, wer was isst etc. Mit ihren Videos möchte sie den Menschen vor allem Mut machen, um ihnen zu zeigen, dass es okay ist, wenn man nicht immer 100% perfekt ist. Und sie kann das sehr gut, sie hat nämlich auch eine Ausbildung gemacht zum Gesundheitscoach, also sie weiß ganz genau, wie man seine Ziele erreichen kann. Und zum Thema Wasser hat sie Videos mit allen Informationen, die man jemals zu Wasser sich vorstellen könnte, nämlich Trinkwasser, Leitungswasser, Wasserfilter, Chlorwasser, Mineraliengehalt im Wasser, Vor- und Nachteile diverser Wasserfilter etc. Zusätzlich kann man sich bei ihr auch Wasserfilter besorgen. Da hat sie mehrere Produkte. Ich werde sie fragen, welches ihr Lieblingsprodukt ist. Die Homepage dazu ist leitungswasserfiltern.com. Außerdem ist sie erreichbar unter ihrem eigenen Namen auf ihrer eigenen Homepage nadinehagen.com. Und ich freue mich sehr, Sie heute bei mir begrüßen zu dürfen. Also ein ganz herzliches Hallo an Nadine. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke, Lisa. Gut, ja, gleich zur ersten Frage. Wie hast du denn den heutigen Tag begonnen? Ich den heute begonnen habe? Ja. Wir haben lange geschlafen. Wir sind um 8 jetzt aufgestanden. Mhm. Und dann haben wir uns in die Küche alle begeben und haben uns einen, ich nenne es immer Powersaft gemacht. Mhm. Und zwar haben wir keine Saftpresse. Wir machen das immer mit einem Vitamixer. Das heißt, wir haben dort reingehauen Grünkohl und Gurken, Äpfel, Birne, Sellerie und haben das Ganze klein gehackselt. Und dann habe ich mir eine total sexy kleine Strumpfhose genommen, so eine Nylon-Strumpfhose, habe das da reingekippt und habe das dann ausgepresst. Mhm. Und das, was da übrig geblieben ist, das haben wir getrunken. So haben wir unseren Tag begonnen. Herrlich. So, wie bist du denn überhaupt auf Rohkost aufmerksam geworden und wie hat es dann für dich angefangen? Angefangen hat das mit der Schwangerschaft, mit meiner Schwangerschaft 2007. Mhm. Und dann bin ich durch den Vater der Kinder auf das Buch Der große Gesundheitskonz aufmerksam geworden. Mhm. Dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich gedacht, es wird Zeit, was zu ändern. Ich weiß nicht, kennst du das Buch? Nein. Also da steht alles sehr hart, aber gut recherchiert drin. Mhm. Und das war für mich so der Startpunkt, wo ich einfach gedacht habe, jetzt hast du 2 Kinder, jetzt musst du einfach gucken, dass du hier ein bisschen mehr Verantwortung für dich und deine Gesundheit und für die Ernährung übernimmst, weil so wie du dich ernährst, ernähren sich auch die Kinder dann. Ne? Ja, und dann habe ich sämtliche andere Bücher gelesen, so von dem, wie heißt der, Wolfe? Ich weiß gar nicht genau. David Wolf. Genau, die Sonnendiät und dann sämtliche Kräuterbücher habe ich mir geholt. Dann durch die Brigitte Rondholz und ihrem Urkostblog habe ich sehr viel Rückhalt und sehr viel Fragen beantwortet bekommen. Dann habe ich mir diese Rohkostzeitung aus diesem Bund für Gesundheit bestellt, dieses Natürlich Leben. Mhm. Und ja, habe mich da einfach reingelesen und habe gedacht, gut, probiere ich es jetzt. Und so ging das Ganze dann 2007, ging meine Reise los. Mhm. Und hast du da am Anfang irgendwelche Schwierigkeiten gehabt damit? Weil die einen, die fangen ja über Nacht an, die anderen langsam, eins nach dem anderen wird ausgetauscht gegen Rohköstliches. Und die meisten, also je nachdem, wie man sich davor ernährt hat, kann es ja sein, dass man alle möglichen, sagen wir mal, Entgiftungserscheinungen hat oder auch sonstige Probleme. Hast du da auch was erlebt und hast du ein paar Tipps für Anfänger? Also was ich zum Glück nicht erlebt habe, waren sämtliche Entgiftungserscheinungen. Die hatte ich nicht. Mhm. Das, was ich hatte, war, ich hatte sehr viele Rückfälle. Mhm. Also ich habe meine Rohkost und dieses ganze Wissen angesammelt, als ich ja noch schwanger war. Habe es aber während der Schwangerschaft nicht gemacht, bewusst nicht gemacht, dass ich mich umgestellt habe. Das heißt, ich habe dann schon vegan gelebt. Mhm. Größtenteils vegan, muss ich sagen. Es ist mir... aber weil ich vielleicht einfach noch nicht so fest einfach den Willen, oder besser den Willen, ja, ich hatte dieses Durchhaltevermögen einfach noch nicht, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt auf alles verzichten, habe ich halt während der Schwangerschaft noch, ja,
ich sag mal so halbwegs normal gelebt. Mhm. Und sobald die Kinder dann gestillt wurden, habe ich dann angefangen, mich so langsam auch umzustellen. Und was mir besonders schwer fiel, war so auf Brot zu verzichten und auf so Butter. Ja, das war eigentlich das Schwierigste. Aber ich muss sagen, diese Abstände des Zurückkehrens zur alten Nahrung, zur alten Gewohnheiten, wurden immer größer. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich am eigenen Körper immer mehr gespürt, was das in mir anrichtet, wenn ich das wieder esse. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wir waren mal im Urlaub und den letzten Tag von diesem Urlaub konnte ich also nicht widerstehen, musste ich also zum Frühstück Brötchen essen, wie mein damaliger Partner. Mhm. Als wir dann angekommen sind, wieder zu Hause, sah ich aus wie ein Boxer. Das bestätigte mir die Nachbarin, die mir die Schlüssel dann übergeben hat wieder. Die auf unsere Wohnung aufgepasst hat und mir hat gesagt, sag mal, was ist mit dir passiert? Du siehst so aus, als hättest du dich geboxt oder die ganze Nacht geheult. Sag ich, nee, ich habe Brot gegessen. Mhm. 3 Tage später sagt sie, jetzt siehst du wieder normal aus. Also das hat mir dann im Prinzip diesen Umstieg leicht gemacht. Mhm. Also ich habe es mir schon in Anführungsstriche erlaubt, schon zu sagen, okay, ich esse es jetzt. Weil ich habe mich jetzt hier nicht geknechtet oder irgendwie anders gequält. Ich habe einfach gesagt, gut, das esse ich jetzt. Aber was mir sehr leicht fiel, war auf Fleisch zu verzichten, auf Zucker zu verzichten. Ich habe diese Umstellung sehr, sehr leicht hinbekommen. Brot war das Schwierigste für mich. Also. Und hat sich das dann, was du zu Beginn zur Rohkost gegessen hast, ist das sehr anders im Vergleich zu dem, was du heute regelmäßig isst? Ja, das ist ganz anders. Also wir trinken zum Beispiel viel mehr Säfte, mhm. viel mehr grüne Säfte. Das habe ich früher so nicht gemacht. Ich habe früher irgendwie auch ewig viel große Portionen in mich reingestopft, weil ich so dieses Sättigungsgefühl irgendwie nicht bekommen habe, wie ich es von diesem schweren Essen kannte. Mhm. Und es ist einfach so, dass ich jetzt mehr bereit bin, auch in Qualitätsfrüchte zu investieren, was ich früher nicht so eingesehen habe. Mhm. Früher habe ich gedacht, das reicht mir, was ich beim Lidl oder beim Edeka kaufen kann. Und heute merke ich aber, dass das ein großer Unterschied ist, ob ich so eine unreife 69 Cent Aldi-Mango esse oder ob ich von so einem Früchteversand mir eine Reife bestelle. Mhm. Also das ist ein sehr großer Unterschied, allein die Inhaltsstoffe. Mhm. Also ich esse viel hochwertiger, ja, viel qualitativ hochwertiger und auch nicht mehr so viel. Das hat sich verändert. Was aber geblieben ist, ich war schon früher keine, die gern gekocht hat, weil mir dieser Aufwand des Ganzen drumherum, es hat mir zu viel Zeit verschwendet. Ja. Und ich bin auch eine sehr einfache Rohköstlerin. Mhm. Also wenn ich esse, dann nehme ich mir eine Frucht, schneide die auf, gerade jetzt gerade die Chirimoyas, also wir essen gerade Massen an Chirimoyas. Es gibt für mich nichts Besseres, als die so pur zu essen. Mhm. Ja, also ist auch viel bekömmlicher für mich. Irgendwie jetzt, wenn ich das alles so durcheinander esse. Ich kann es viel mehr genießen. Mhm. Und habt ihr so Dinge, die ihr immer daheim habt, immer im Kühlschrank, immer im Vorratsschrank? Haben wir in der Tat immer Sonnenblumenkerne, mhm. die wir gekeimt alle lieben. Mhm. Dann haben wir immer, ja, jetzt vielleicht jetzt nichts in Anführungsstriche Früchtes, aber wir haben immer so Linsen und Erbsen, die wir dann halt keimen. Das haben wir immer da. Mhm. Bananen haben wir immer da. Da kann ich einen Tipp, auch wenn wir kein Lidl-Käufer sind, aber Lidl hat Fairtrade-Bananen. Mhm. Also die kaufen wir immer. Mhm. Ja, so das übliche, Tomaten, die Kinder lieben Tomaten, das haben wir immer da. Mhm. Und dann kommt es drauf an, was gerade für eine Saison ist. Momentan, wenn ich sagen kann, dass wir momentan alles da haben, ist halt Chirimoyas. Wir haben Mangos gerade immer da, Saarfuß, wir lieben Saarfuß und momentan sind es frische Nüsse. Also frische Haselnüsse, frische Walnüsse. Mhm. Also wir haben sehr, sehr viel eigentlich immer da. Gut, klingt bunt. Sag, deine Kinder, die sind ja Zwillinge, aber die sind bestimmt nicht gleich vom Charakter her. Sind die vom Essverhalten gleich? Auch nicht. Nein, mhm. nein. Also meine Laura ist eher so pickerig, ne? Also die nimmt diese grünen Smoothies auch nicht immer. Also früher haben wir diese Smoothies nicht durch so ein Sieb, durch so eine Strumpfhose gepresst. Aber ihr war das so krümelig, das wollte sie irgendwann nicht mehr. Und dann mhm. habe ich es halt so probiert und seitdem trinkt sie die. Mhm.
Und der Lukas, der hat die immer getrunken. Ob mit oder ohne. Die Laura isst eher aber mal, das ist komisch, so einen gemischten Salat. Wenn wir mal was machen, also mal irgendwas Gemischtes. Der Lukas eher nicht so. Also der mag es eher, wenn er sieht, was er isst, alles einzeln. Laura isst auch gar nicht so viel. Der Lukas kann viel mehr essen. Also da hat so jeder so seins. Also die sind schon auch sehr, sehr unterschiedlich. Und haben auch zu unterschiedlichen Zeiten Hunger. Also immer, wie sagt man, der Kühlschrank ist immer gut besucht. Und wenn die dann auf irgendwelche Kindergeburtstage eingeladen sind, da gibt es ja dann alles außer Rohkost so ungefähr. Ja, kam bei uns jetzt noch nicht ganz so viel vor. Es ist aber so, dass wir, es gibt ja genügend Dinge, die man ja selber machen kann. Also wie zum Beispiel so kleine Naschi-Röllchen, ne, wo man da einfach so Datteln mit Nüsse zusammenmixt und dann macht man so kleine Kügelchen draus oder man gibt Kokosnussstreifen mit oder eine Tüte Studentenfutter. Ja, also sicherlich sehen sie das dann auch und ich habe es aber so gemacht, sie sind ja jetzt nur schon 5. Ich habe sie bewusst auch nicht in den Kindergarten gesteckt oder weggegeben, wie auch immer man es nennen mag, um einfach auch diesen, wie soll ich das sagen, so das besser so kontrollieren zu können, wer auf sie Einfluss nimmt. Weil gerade in den jungen Jahren sind sie ja sehr geprägt, was sie sehen und was sie hören. Ich habe sie einfach daraufhin, ja, wie soll man das sagen, erzogen und ihm beigebracht, dass man halt nicht Tiere isst, nicht tötet, warum man das nicht macht, warum man dieses Zuckerzeug nicht essen soll, dass wir genauso leckere Sachen haben. Und jetzt zum Beispiel freuen sie sich schon wieder so auf diesen Adventskalender. Also genau wissen, da sind dann wieder leckere Süßigkeiten wieder drin, also Rohkostsüßigkeiten. Es gibt auch wahnsinnig viele Dinge, die man schon kaufen kann, die genauso aussehen wie die anderen. Es gibt Rohkostschokolade, die sieht ja genauso aus. Ja, und dadurch, dass wir uns das leisten und dass ich denen das gebe, haben sie nicht wirklich das Gefühl, dass ihnen ja was fehlt. Weißt du, ich meine? Und dadurch, dass wir schon auch in einem sehr, na, sag ich mal, sehr kleinen Kreis uns auch bewegen von Gleichgesinnten und die Andersdenkenden, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, nicht um uns herum haben, so sind wir da auch nicht so beeinflusst von außen. Ja, lange Antwort. Nein, sehr gut, sehr gut. Habt ihr auch so Superfoods und irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die ihr verwendet? Also das ist ja so eine Sache, was überhaupt ein Superfood ist, weil manche sagen schon, Spirulina ist ein Nahrungsergänzungsmittel und für andere gehört das auf jeden Salat drauf. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, Multivitamintabletten sind Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Also. Nein, wir haben keine Tabletten, Vitamintabletten oder sowas nutzen wir nicht. Was wir uns öfter holen, sind Goji-Beeren. Goji-Beeren oder mal so getrocknete Ananas, das zähle ich dann so irgendwie so zu Superfrucht. Aber für mich sind die Superfrüchte einfach die wir uns reif von so einem Früchteversand holen. Das sind für uns die Superfrüchte. Was ich mal eine Zeit lang ausprobiert habe, was ich momentan auch noch ein bisschen mache, sind diese, weil ich mich einfach damit auseinandersetzen will und die Erfahrung sammeln will, vom Moringa-Baum gibt es dieses Moringa-Pulver. Aha. Das ist jetzt gerade bei uns momentan etwas aktiv in der Nutzung, in der Ausprobierung. Ich will einfach wissen, was es so gibt, wie sich das auswirkt, wie das schmeckt. Das ist etwas, ansonsten nutzen wir so nichts. Also wir haben keine wirklichen Supplements, die wir da zu tun. Und hast du, also deine Kinder wahrscheinlich nicht, aber hast du auch mal Fasten ausprobiert? Fasten? Ja, jedes Jahr 1 bis 2 Mal. Und erzähl ein bisschen. Ja, also ich mache, habe ich auch von der Brigitte Rondholz, beziehungsweise von dem Franz Pons, mache ich dieses Erdfasten. Ja, das heißt, so genau kriege ich es jetzt gar nicht mehr zusammen. Ich muss dann auch mal die Zettel rausholen, wie genau man das macht. Aber es ist das 2 Tage vor Fasten. Es hat damit zu tun, dass man also sehr viel Heilerde auch zu sich nimmt, der es einfach auch hilft bei der Ausleitung der Giftstoffe und bei der Schwermetalle. Ja doch, na gut. und dann gibt es halt, bei meiner Statur und bei meinem Gewicht, gibt es dann halt so 4 bis 5 Tage lang kein Essen, sondern nur Wasser. Und dann 2 Tage nach Fasten. Und das ist jedes Mal
mit noch essenden Kindern um einen herum sehr anstrengend. Ja, sehr kräftezehrend auch, weil man ja natürlich ständig gucken muss, dass man genügend trinkt und zu sich nimmt. Mhm. Was ich jetzt aufgrund dessen, weil sie immer älter geworden sind, gemacht habe, ist, dass ich dann doch immer mal noch vielleicht eine Zitrone oder eine Orange ins Wasser gepresst habe, um einfach nicht zu sehr abzuflachen. Mhm. Ich kann mich ja nicht gehen lassen, wenn die Kinder um mich herum sind. Ja, nee, aber würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Also es gibt eine geistige Klarheit und das bringt einem auch mal wieder zurück zu empfinden, wie viel man eigentlich sinnlos in sich auch reinstopft, obwohl man es eigentlich gar nicht bräuchte. Das ist dann so pures Lustessen, wie ich es immer nenne, was für die Seele ab und zu mal ganz gut ist, aber braucht man gar nicht. Stimmt, ja. Na, also man käme eigentlich mit viel weniger Dinge aus. Das stimmt. Bringt dann wieder back to the roots, ne, wie man so schön sagt. Das stimmt. Du hast ja dann irgendwann angefangen, YouTube-Videos online zu stellen. Aha. Und da geht es aber dann gar nicht mehr so um, also momentan, bis jetzt ging es aber in den Videos gar nicht mehr so um Rohkost, sondern du bist schon einen Schritt weiter, sondern du bist schon beim sauberen Wasser angekommen. Und hast da alles Mögliche schon besprochen, von Trinkwasser bis zu Swimmingpools, bis zu ich weiß nicht wohin. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Gott, wie kam das so? Wieder mal irgendwann in meinem vorherigen Leben. Das war Tatsache, beginnt was in meinem vorherigen Leben. Da hatte mein Partner eine Umkehrosmoseanlage. Mhm. Und da bin ich das erste Mal auf sowas gestoßen. Das war, glaube ich, 2005. Und seitdem hatte unser Haushalt eigentlich immer eine Umkehrosmoseanlage. Und als wir dann die Kinder bekommen haben, stand für mich fest, weil ich aufgrund der Rohkosternährung einen befreiteren Geist hatte, dass ich mich nicht mehr zurück in dieses System drängen möchte. Ich möchte die Kinder nicht in den Kindergarten geben und sie dann abends um 16 Uhr oder nachmittags um 16 Uhr abholen, um sie dann noch für eine halbe Stunde zu bespielen und dann ins Bett zu bringen. Das war mir irgendwie, wollte ich nicht. Ich wollte mehr. Ne? Mhm. Dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen? Und irgendwie hat sich das durch diese, nochmal zurückzukommen, durch diese Ernährung so ergeben, dass sich immer mehr herausgestellt hat, was eigentlich so meine Berufung ist. Und es ist meine Berufung, den Menschen zu zeigen, wie sie zu mehr Gesundheit kommen können, zu mehr Glück in ihrem Leben. Mhm. Und da fing halt die Suche an, wie macht man das am besten? Und mein damaliger Partner hatte die Idee, du machst das doch über das Thema Wasser. Das ist ja das Wichtigste für den Menschen überhaupt. Ist ja ein wichtiges Thema. Und hier leider in Deutschland wird das eigentlich viel zu sehr heruntergespielt, wie schlecht die Qualität im Leitungswasser ist. Mhm. Und dann habe ich, hab ich gedacht, oh Gott, wie mache ich denn das? Und dann habe ich mir einen Coach genommen. Der hat mich dann mal ein bisschen aufgeklärt, wie man was machen könnte, und der brachte mich auf die Idee der Videos. Mhm. Ja, und dann habe ich die ersten paar Videos ein bisschen rumgestottert und irgendwann ging es viel besser und irgendwann wurde es dann meins. Mhm. Ja, und seitdem mache ich das dann so. Irgendwie. Weiß nicht, wie das manchmal so kommt, ne? Irgendwie. Also das im Prinzip ist es auch eine sehr gute Lösung, zu Hause zu sein, Mama zu sein für die Kinder, seine Berufung nachzugehen, was zu machen fürs Herz, anderen zu helfen, mhm, und dabei natürlich auch noch Geld zu verdienen. Was gibt es denn Schöneres? Die Dankbarkeit der Menschen ist unbeschreiblich. Das ist eigentlich der größte Lohn. Das stimmt, ja. Was gibt es denn auf deiner Homepage alles? Informationen, also Aufklärung über die wahre Qualität des Wassers. Also ich habe so ein kostenloses E-Book geschrieben. Mhm. Das heißt, aufgedeckt die Wahrheit, ich weiß gar nicht, aufgedeckt die Wahrheit über das Leitungswasser oder so eine Art. Mhm. Schmach über mich. Und dann gibt es einen Videoblog, also mit allen Videos, die ich gemacht habe. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, von mir getestete und empfohlene Wasserfilter zu kaufen. Mhm. Ja, welcher ist denn da dein Favorit? Mein persönlicher? Ja. jeder hat so seins. Also ich sag mal, die Spring Touch ist natürlich schon optimal. Die bietet ja Heißwasser und temperiertes Wasser und kaltes Wasser in einem, also die wird sehr gerne genommen für Großfamilien. Mhm. Aber so, dadurch, dass ich selten eher heißes Wasser trinke, ist mein persönlicher Favorit die Domino. Aha. Das ist die Anlage, die halt auch so eine Karaffe hat, wo man, wenn man auf den Knopf drückt, gleich 1 Liter Wasser rauskommt. Sieht gut aus und erfüllt ihren Zweck, sag ich mal. Na? Und so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Ja, in Österreich ist es, glaube ich, ähnlich. Da
es wird immer das Leitungswasser gepriesen, vor allem in Wien, das wieder Hochquellwasser und dass das so gut ist und so weiter. Und das, also vom Geschmack her zumindest, ich habe es ja nicht testen lassen, aber vom Geschmack her ist es schon wesentlich besser als das Wasser in sämtlichen anderen Ländern. Aber was bei einem Test rauskommen würde, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ja, man muss natürlich auch die örtlichen Begebenheiten immer mitsehen. Ja, ja, die, ob das alte Leitungen sind und solche Sachen, nicht? Ja, und auch inwiefern da jetzt Chemiewerke in der Nähe sind oder wo jetzt gerade bei uns hier im Norden, wie viel Landwirtschaft betrieben wird. Ne? Also die hier oben im Norden zum Beispiel, die sind kaum offen für dieses Thema. Sie sind der Meinung, sie kriegen hier Norwegens Gletscherwasser. Ne? Obwohl jetzt hier, du brauchst abends nur die Tür aufmachen und dir geht der Gülleduft schon rein. Also ja, deswegen wird es ja Zeit. Dafür bin ich ja da, für die Aufklärung. Und es werden immer mehr Menschen, wirklich für die Rohkost, sich immer mehr Menschen interessieren, aus gutem Grund. Mhm. Gibt es auch immer mehr Menschen, die sich für die Aufklärung des Themas Wasser interessieren. Ich meine, immerhin sind wir ja laufende Aquarien. Ja, also wir bräuchten uns im Prinzip in erster Stelle gar nicht so um die Rohkost kümmern, sondern eher um das Wasser, weil wir könnten ohne Rohkost auch leben, aber nicht ohne Wasser. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, es gibt ja in Indien gewisse Menschen, die leben schon seit Jahren nur von Wasser und Licht und es ist möglich. Ja? Ob man das haben muss, ist eine andere Sache. Ja? Aber das ist ja, von dem her schon sehr wichtig. Das stimmt, ja. Man überlebt auch wesentlich kürzer ohne Wasser im Vergleich zu ohne Nahrung. Also nichts trinken, dann ist man nach ein paar Tagen tot, nichts essen, hält man wochenlang. Oder eben, wenn man so ein Breatharian ist, dann gebe ich ja auch jahrelang aus. Das ist wohl wahr. Ja. Vor allen Dingen auch geistig klarer. Also wer mal gefastet hat, der kann das nachvollziehen. Dein Geist ist plötzlich nicht mehr so benebelt. Ne? Also der ist ja sowieso benebelt durch den ganzen Mist, der da in diesen Nahrungs- oder ja, genau, das sind ja keine Lebensmittel mehr, das sind ja nur Nahrungsmittel enthalten ist. Aber wenn du dann mal richtig gefastet hast und so gar nichts mehr in dir drin ist, sondern nur noch Wasser, dann kann dein Körper richtig klar arbeiten und denken. Das ist sehr erstaunlich. Also sollte man einmal im Leben wenigstens mal erfahren haben, finde ich. Mhm. Ja, wenn man sich das traut. wer weiß, was für Klarheiten da auf einmal. Ich glaube, das ist sicher auch ein Grund, warum Leute sowas nicht tun, weil sie sagen, dann ist alles so klar. Nein, ich will das gar nicht sehen. Ja, genau. Soll alles schön immer verschwommen bleiben. Ne? Ja. Stimmt ja auch. Die Menschen sagen ja lieber, ich sterbe 20 Jahre früher, als dass ich alles weiß und mich umändern muss. Mhm. Ja, ich nehme lieber eine Pille, als dass ich den Kaffee weglasse oder so. was ist denn außer Wasser und Ernährung deiner Meinung nach noch wichtig für optimale Gesundheit? Bewegung. Mhm. Also für mich kommt eigentlich erst Wasser, Bewegung und dann Ernährung. Mhm. Bewegung ist für mich der Schlüssel zum Glück. Mhm. Bewegung ist für mich auch der Schlüssel zum Frieden, zum inneren Frieden und zum Weltfrieden. Mhm. Wenn wir nicht alle so stumm rumsitzen würden, uns nicht langweilen würden und nicht ständig nur vor der Glotze hängen würden, sondern uns bewegen würden, dann würden viel mehr Endorphine freigesetzt werden, viel mehr gesunde Menschen würden um uns herum sein und da würden wir mit viel weniger Problemen zu kämpfen haben. Mhm. Und von dem her ist Sport einer der weiteren wichtigen Punkte, die zu einem glücklichen Leben gehören. Und natürlich dann auch Gespräche, geistvolle Gespräche mit sich selbst, also in Bezug auf Meditation ja, oder von mir aus nenne es Beten, egal ob man jetzt einer Religion angehört oder nicht. Einfach, dass man, es ist unbestreitbar, dass es eine Macht gibt, eine höhere Macht. Mhm. Ja, nennt sie anders. Das sind für mich so Pfeiler, die wichtig sind im Leben. Mhm. Und dann kommt alles andere von selbst. Das stimmt. Auf deinem Kanal wirst du zu den vielen Informationen, die du übers Wasser gibst, jetzt auch Tipps zur Rohkost geben. Wird denn das in etwa aussehen? Wie würde es aussehen? Also es ist ja so, dass ich ja schon gut bekannt bin im Netz, dass wir Rohköstler sind und dass von meinen Top 10 Videos, die ich habe zum Thema Leitungswasser, oder besser gesagt auf dem Kanal, den ich habe, da gibt es schon 5 Rohkost-Videos und alle 5 Rohkost-Videos sind unter den Top 10, die angeschaut werden. Mhm. Das heißt,
Es ist also der Bedarf da, dass die Leute mehr wissen wollen. Mhm. Und ich werde auch in meinen Gesprächen, egal zu welchem Wasserfiltergespräch es kommt auch immer das Thema Ernährung. Mhm. Ich kriege sehr viele E-Mails dazu und dann habe ich mir gedacht, wenn die Nachfrage so danach besteht, dann mache ich doch einfach einen Rohkost-Blog noch, einen Rohkost-Video-Blog. Mhm. Und so habe ich hier, ja, mich jetzt entschlossen, unter nadinehagen.com einen Rohkost-Video-Blog zu erstellen, mhm. dem ich über ja, all die Fragen beantworte, die mir so gestellt werden. Und noch darüber hinaus ein paar Inspirationen gebe, einfach um die Menschen mehr an die Rohkost ranzuführen und ihnen mitunter auch die Angst zu nehmen vor Rückfällen oder vor dieser perfekten 100% Rohkost. Mhm. Ja, das gibt ja so verschiedene Lager auch, dieser Rohkostbewegung und unter anderem gibt es ja diese 120% perfekten Rohköstler, die total dürr und traurig sind, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, ihre Rohkost einzuhalten. Das sind die meisten Menschen, die so ihre Videos machen im Internet und das finde ich sehr traurig. Und da würde ich einfach sagen, hey, gib doch normale Menschen. Schön, dass ich dich zum Lachen bringe. Was sind denn deine eigenen Pläne und deine momentanen Projekte? In Bezug auf Rohkost oder allgemein in meinem Leben? Was auch immer du da erzählen willst. In Bezug auf Rohkost, in Bezug auf was? Karrieretechnisch vielleicht eher. Meinst du, das wollen die Leute hören? Du kannst auch gerne was erzählen, was nicht viele von dir wissen, wo sie sehr überrascht sein werden. Okay. Was sind meine Pläne? Mhm. Also meine Pläne sind auf jeden Fall jetzt erstmal nach Erding zu ziehen. Mhm. Nächstes Jahr vielleicht beginnen. Ja. Bin ich irgendwie so Februar, März, April, irgendwie so, weiß nicht. Mhm. Da wird dann demnächst auch, das passiert aber erst, wenn wir in München sind, eine Coaching-Seite entstehen. Mhm. Dann auch einfach ums Thema Coaching geht. Ernährungsberater würde ich das jetzt nicht nennen, weil das bin ich nicht. Mhm. Lebensberater vielleicht. Mhm. Es geht einfach darum, ein glücklicheres Leben zu führen, gesünder und glücklich zu sein. Und das ist einfach mein Anliegen. Super. Und das ist so meine Vision, die ich habe. Super. Mit den Kindern zusammen, ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich frei entwickeln können, Sport machen, surfen lernen vielleicht. Klingt ja gut. Das sind so die Pläne. Und interessante Rohkostmenschen kennenlernen. Gleichgesinnte, ne? Immer gut. Welt verändern. Immer gut. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch.